Moin Moin, willkommen zurück bei Wildzing und der monatlichen Neuentdeckung für den März 2022. Und zwar eine CD, die hier schon was länger rumliegt, muss ich ehrlich sagen, aber nie so ganz gehört habe. Das hat eine Geschichte, aber erst zum Titel. Woven Nest. Und zwar habe ich die monatliche Neuentdeckung Woven Nest mit ihrem Album Void. Das ist das einzige Album, was ich von denen habe und kenne. Und zwar die Geschichte ist folgende. Ich bestelle sehr häufig CDs, sehr viele CDs, ihr seht's. Und es ist so, dass ich auch versuche immer bei Labels zu bestellen. Ich habe bei One Records bestellt. Die hier ist bei One Records herausgekommen, ist die Nummer 248. Und je nachdem, wie viel ich bestelle, kriege ich ganz gern mal so eine Gratis-Beigabe dazu. Das sind häufig die CDs, die auch irgendwie im Sale sind, im Sale-Bereich, weil die auch die Lager leer bekommen müssen. Ist halt so. Und da kam diese hier zu. Woven Nest Void. Und ich muss zugeben, das Artwork hat mich überhaupt nicht abgeholt. So, ich wusste nicht mal, was sich dahinter versteckt. So, aber ich höre natürlich alles, was hier irgendwie reinfliegt. Und da war so ein bisschen so, ja, was steckt sich an der Woven Nest? Bla, ist Wann, ist erstmal immer für mich ein Qualitätsmerkmal. Ich mag nicht alle Wann-Bands, aber normal steckt da immer irgendwie was hinter. Und irgendwann, in der letzten Zeit jetzt, habe ich dann das einfach mal gehört und dachte, okay, du hast jetzt gerade, was kannst du jetzt hören? Hast du jetzt gerade nichts Neues auf dem Zettel und musst jetzt auch nicht das x-te Mal Bessery anschmeißen? Doch, muss ich, aber, ne, so, und hör doch mal was Neues. Ach, die hast du noch, die Woven Nest CD. Reingetan, umgehauen. So, es ist eine Band, die sich theoretisch oder grundlegend, würde ich sagen, im Black Metal zurechtfindet. Es ist aber eine Art psychedelic, experimenteller Ambient Black Metal. So, das, was Black Metal meistens doch relativ profan in erster Linie auszeichnet, ist der Gesang. Der hier ist aber nicht so richtig Black Metal Gesang. Es ist das ganze Instrumentale, was den Black Metal hier macht. Du hast weitestgehend eher einen clean Gesang. Du hast eine sehr, sehr große Band. Das ist eine große Band, also viele Mitglieder. Und du hast, glaube ich, zwei Personen, die Gesang machen. Das eine ist eine Frau, das andere ist ein Mann. Und die wechseln sich so ein bisschen ab. Ganz grundlegend gibt es hier aber gar nicht so viel Gesang. Es geht eher ums Instrumentale. So, das ganze Album hat 6 Songs und 68 Minuten Spielzeit. Überlegt euch das mal, rechnet das mal runter. Heftig. Hier hast du Songs, bei die gut und gerne 17 Minuten gehen. So, die lassen sich Zeit. Das ist ein pur entschleunigendes Album. So, und zwar gehen die auf den Weg der Atmosphäre. Das ist klar, das musst du mit so einem Stil, mit den Daten, ne, 6 Songs, 68 Minuten Spielzeit, musst du das machen. So, und gerade dieses Psychedelic Black Metal ist bei mir hängen geblieben, weil die schaffen es, so eine Art psychedelischen Trance-Zustand musikalisch herbeizuführen, den die, ja, sehr lange halten. So, du kriegst hier auch auf einem 17-Minuten-Song nicht 400 Riffs, sondern die lassen sich Zeit. Die lassen sich die Zeit, die sie brauchen und wollen. Und die jagen überhaupt nicht durch Album. Das ist total entschleunigendes. Die bauen ganz langsam auf. Und das, wie gesagt, in der Quantität mit sehr, sehr wenig Gesang. Ab und zu hast du sogar noch so eingesprochene, so, ja, Spracheffekte bei, möchte man sagen, wie so Zitate, um noch so ein bisschen Atmosphäre zu schaffen. Das funktioniert hervorragend. Aber die fangen halt an. Und das ziehen die einfach 3,5 Minuten erstmal so durch und bauen ganz langsam auf. Die Drums ein bisschen mehr. Und dann kommt noch so eine Gitarre hinten rein. Fertig. Und die bauen das ganz langsam auf. Ganz grundlegend, Tempo ist ja langsam. Es hat auch sehr doomige Aspekte, was ja auch gerne heutzutage mit dem Psychedelischen einhergeht. Da nehmen die sich auch die Zeit und die bauen das auf. Ohne das jetzt aber zu schleppend zu machen. Es ist nicht schleppend, sondern es ist langsam, es ist entschleunigend, es ist dadurch, hat das eine unglaubliche Tragweite und macht eine Atmosphäre, die unter die Haut geht. Das ist pure Putenpelle-Mucke. Und das Schöne jetzt auch noch, die sind halt in diesem atmosphärischen Black Metal dann auch unterwegs, ganz, wenn man jetzt einfach mal so ein Dachgenre versucht zu definieren. Wie gesagt, das Psychedelische würde ich halt noch definitiv mit reinnehmen. Aber die schaffen es halt ohne dieses, was heute sehr viel auch ist, diesen Suicidal Black Metal auszukommen. Weil das wirkt gar nicht so aggressiv in die Fresse gedrückt oder so dieses hoffnungslos verletzen Tragische, was so die Emotionen auch angeht, weil hier ist irrsinnig viel Emotionen drin, sondern das ist wirklich, und das ist das, was ich dann spannend fand, Leere. Es ist Leere. Das Album heißt Void. Und das verkörpern die mit ihrem Sound sensationell. Es ist wirklich so, dass du sitzt in Trance und das ist so, Universen tun sich auf und du fällst einfach in diese Leere rein. Und
Das kommt richtig, richtig gut. Und das machen sie an jeder Stelle, ne? 6 Songs mit der Spielzeit, 68 Minuten, da breitet sich eine ganz schöne Leere da drin aus. Und du fällst da rein, du lässt dich davon einnehmen, ein Hammer-Sound. Die Gitarre ist auch nicht so nicht auf Anschlag, sondern die hat dann eher dieses Sustain, das Rauschen halt. Du hast dabei sehr viele, immer so kleine Soli. Der ganze Sound, die Produktion nimmt sich leicht zurück, ist gar nicht aggressiv in die Fresse oder so direkt, egal auf welcher Ebene. Dadurch hast du halt auch diesen psychedelischen Ambient-Charakter, der hier so mitschwingt. Wie gesagt, das geht einfach unter die Haut. Und Void, das Thema Leere, das wird hier musikalisch 1:1 grandios umgesetzt. Dabei, und das ist jetzt wie gesagt das Spannende, habe ich schon angekratzt, vom Gesang her, dass die gar nicht in das Geschreiende fallen, sondern es ist häufig dieses so, ne? Und dann hat das eher sowas Lethargisches und auch leicht Tragisches, aber ohne jetzt in so eine Dramatik zu verfallen oder in dieses Rausschreien der Gefühle. Und dann hast du eher dieses, man will so mitwippen und so, ne? Das ist es. Und deswegen muss ich auch zugeben, finde ich auch einen musikalischen Vergleich schwierig. Ich benutze das ja doch immer so Assoziationen, welche Bands mir dabei einfallen oder nix aus. Das fällt mir hier relativ schwer. Ich habe so ganz grundlegend, also wer mir ganz oben aufgefallen ist, ist das Nebenprojekt von King of Hell, Jotuns Boar. Ich weiß nicht, ob euch das bekannt ist. Das geht in so eine Richtung. Die haben sowas Ähnliches auch gemacht. Ansonsten finde ich, schwingt da auch Urfaust mit drin. So die jüngsten Gal-Sachen, gerade wenn Gal auch so ein bisschen in die atmosphärische Sache geht und nicht seine Black-Metal-Vocals benutzt, das schwingt hier ein bisschen mit. Ich musste auch an die One-Band Raum denken, 2R, 2A, 2M und nur ein U, ne? Habe ich ja auch besprochen, eine sensationelle Band, die auch nur so 3 Songs mit 45 Minuten Spielzeit hat, super krass. So ein bisschen hatte ich auch sonst noch so Verdunkeln, Numenorian, Rotting Christ, so von manchen Gitarrenpassagen. Aber so das ist es. Relativ schwierig einzuordnen, finde ich. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, ach, so, du kennst so eine Band, die mir aber jetzt nicht einfallen will. Vielleicht fällt es euch ein. Das Spannende, wie gesagt, fand ich hier, die Erwartungshaltung. Ich rede ja doch auch häufig über Erwartungshaltung hier. Mich hat das Artwork überhaupt nicht abgeholt. Aufgeklappt, muss man dann schon sagen, macht es deutlich mehr her. Also das mit dem Void. Und hier hast du dann die Band auch in Schwarz-Weiß. Siehst du auch, wie viele Mitglieder das sind, 6 Stück. Das macht dann plötzlich mehr her. Aber da steckt so viel drin. Also da ist wirklich Don't Judge a Book by its Cover. Das ist wirklich, wirklich hervorragend. Das Album jetzt Void ist 2018 erschienen. Die haben, glaube ich, 2020 noch eins rausgebracht. Das kenne ich jetzt noch gar nicht. Ich kenne wirklich nur das. Ist eine Band aus Belgien, also auch gar nicht so weit weg. Aber der Sound, der ist zum drin verlieren. Der ist wirklich zum drin verlieren. Und dabei halt gar nicht in diese aggressive oder tragische oder verletzte Form, sondern wirklich, das ist so Lethargie und Leere. Also nur so richtig Void Emptiness, der ganze Spaß, kommt super. Und dann halt, wie gesagt, mit Songs locker über 17 Minuten und. Hammerhart. Und das Qualitätsmerkmal dahinter, finde ich, 68 Minuten Spielzeit, ist echt lang. Ist echt lang. So lang wirkt das aber nicht. So lang wirkt es wirklich nicht. Und das ist ein Qualitätsmerkmal. Wenn du das Album hörst und dich völlig drin verlierst, und dann merkst du, oh, das Album ist schon um, aber es sind gerade über eine Stunde Zeit vergangen, ist schon ein Qualitätsmerkmal, finde ich, keine Frage. Und ich würde hier auch gar nicht den Weg gehen und Songs rausnehmen. Das funktioniert eigentlich nicht so gut. Ich könnte schon sagen, der ein oder andere hat sich ein bisschen abgesetzt, aber das, finde ich, ist dem Werk und diesem ganzen Album unwürdig, weil es lebt vom Drive, vom Gesamten, von den 68 Minuten. Da kann ich jetzt nicht den einen 9-Minuten-Song rausnehmen oder den 17-Minuten-Song oder tralala. Das gibt gar keinen Sinn. So ist das nicht geplant, so ist es nicht gedacht. Und das Konzept passt einfach, ne? Also du hast einen relativ cleanen Gesang und dann aber auch die Möglichkeit, dann, ne, mit 2 Sängern auch hast du eine Varianz drin. Alles in allem gibt es aber gar nicht so viel Gesang. Und die Musik ist astreiner Black Metal, das muss man einfach sagen. Klar, atmosphärisch, ein bisschen ambientig, ein bisschen psychedelisch, aber kommt gut. Und das hätte ich halt alles hinter dem Artwork auch, muss ich dann offen sagen, nicht gedacht. Und kommt einfach gut.
Also mich hat Wolvenest völlig überzeugt. Ich denke, ich werde mir im Nachgang auch noch das 2020 erschienene Album rausbringen. Die gibt es ja schon ein paar Jahre wohl immer an mir vorbeigegangen. Aber so lernt man dann die Sachen dann doch kennen. Ich hoffe, ich konnte euch was empfehlen. Also wir haben ja vor allem in letzter Zeit sehr viel Black Metal hier gehabt, gerade in der monatlichen Neuentdeckung. Ist aber einfach auch die kalte Jahreszeit. Ich kann es sehr empfehlen. Ich finde, es ist auch gar nicht so schwer zugänglich, wie es jetzt erstmal klingt. So, es ist lang, klar, aber es ist nicht so, dass du so einen überfordernden Sound hast, wo du erstmal so eine Dampfwalze auf dich zurollt. Ich finde, man kann sich relativ leicht, schnell darauf einlassen, ohne aber dann diese Tiefe zu vermissen, die hier de facto stattfindet, ne? Weil du hast eine Tiefe, du hast eine emotionale Tiefe. So, aber du kannst dich halt leicht darauf einstellen, weil du musst, das wirkt so passiv mit. Das wirkt irgendwie so passiv mit. Und du kannst dich da einfach so, ja, mitreißen lassen. Du musst dich nicht drauf einlassen, du kannst dich einfach mitreißen lassen. So viel auf jeden Fall von mir zu Wolvenest mit Void. Also hätte ich wirklich nicht kommen sehen, absolut spannend. Ich finde es auch schön, dass man da auch so zufällig drauf stößt. Das ist noch so ein Bonbon. Und dass man dann wirklich was entdeckt. Mir hat es viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ich konnte euch was empfehlen. Hört mal rein. Lasst mich wissen, was ihr dazu denkt oder welche Band-Assoziationen ihr habt. Weil ich habe den Eindruck, ich habe die ganze Zeit so eine Band im Kopf, die mir fehlt. Die mir irgendwie, wo ich denke, ja klar, natürlich. So, und Küt wie Küt ist, wie es ist, aber sagt mal, was ihr dazu denkt. Vielleicht kann ich euch was empfehlen. Ich finde die grandios. Vielleicht hat man Glück und die ist auch bei One im Sale, die CD. Ich meine, die wär's. Dann kann man die sogar für einen schmalen Taler online bestellen. Sehr zu empfehlen. Wirklich. Und hier ist Qualität und Quantität gegeben, was halt auch nicht immer der Fall ist, ne? Und ist zum drin verlieren. Eine wirklich, wirklich absolut geile Scheibe. Kann man nicht anders sagen. Schreibt mir, was ihr dazu denkt. Textet fleißig drunter. Ich bin sehr gespannt, was da kommt. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, mal sehen, was wir nächsten Monat so entdecken. Und vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.